Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. World of Warships heißt das Spiel und Wakatake ist das Schiff. Es ist ein Zerstörer Tier 3 der Japaner und ich muss sagen, ich finde die Japaner Zerstörer für mich aktuell sogar ein bisschen besser, weil ich mag lieber, wenn ich mit Zerstörern spiele, die größere Reichweite der Torpedos und das ist bei den Amerikanern einfach nicht der Fall. Bei denen hören die einfach schon nach ein paar Kilometern des Laufen auf. Das kennen die Japaner aber nicht. Bei denen heißt es immer Kamikaze! Nein, keine Ahnung, was es bei denen heißt. Auf jeden Fall heißt es irgendwas anderes, weil die sagen, unsere Torpedos, die laufen die alle. Und ja, wir sehen, ich bin hier Tier 3 in einem Tier 4er Gefecht, also alles okay. Gerade mit dem Zerstörer kann man das so ein bisschen auf jeden Fall auch noch ausgleichen. Jetzt gibt es mal ein paar Torps blind, weil es gibt ja die keine Munitionsbeschränkung und dementsprechend kann man da auch mal ein bisschen großzügig sein. Hier jetzt nichts bekommen, dementsprechend. Wird nochmal beigedreht. Und das Spielchen wird weiter. Jetzt ist eine Glemse neben mir, deswegen gibt es keine Tops mehr. Jetzt ist sie weg. Also, wie gesagt, alles noch ganz entspannt. Hier wird ein bisschen geschossen. Aber, naja, noch nichts von Relevanz. Und noch passiert nichts Spannendes. So. Jetzt gehe ich auf die Phoenix. Weil die Phoenix da schön im Brand steht. Ich dachte mir irgendwann mal, bevor ich jetzt gar nichts mehr bekomme, wenn sie da schon so dasteht, dann wird es jetzt auch beschossen. Aber ist schon raus. Und muss hier nur ein bisschen aufpassen, weil links neben mir ist auf einmal die ganze Armada gefüllt. Und rechts neben mir ist der Berg dementsprechend. Aber ihr seht, es kommen keine Schüsse gerade in meine Richtung. Bin zwar entdeckt, aber halb so wild. So, die Wyoming. Da schießt man mal Torps in die Richtung. Und ihr seht's, da links ist eine Wakatake. Die habe ich jetzt auch entdeckt. Zweimal zwei Torpedos gibt's zu schießen. Also in Summe vier Stück. So, ich bin hier weiterhin offen und die Wakatake hält mich da auf. Und die Tops verfehlen leider das Ziel auf die Wyoming. Und da wurde ich jetzt gut erwischt. Da war ganz vieles im Argen. Meine Kanone vorne ist auch schon im Arsch. Also von dem her, jetzt muss ich mich der Wakatake doch mal langsam annehmen, weil, wie gesagt, diese hält mich hier unentwegt fast offen. Da kommen die Torps und die Wakatake. Aber ihr seht, leider kein Hit. Überall Torps im Wasser und jetzt auf die Ishizuchi. Da will ich eigentlich nur mein Fadenkreuz drauf bekommen, was ich jetzt bekomme. Dementsprechend gehen jetzt mal die Torps da in die Richtung. Und auf einmal ist die Wakatake neben mir. Und ihr seht hier. Aber sie wird schon schön weggemacht, also von dem her keinerlei, ja, Problem für uns, Gott sei Dank. Außer, dass wir offen sind, aber solange sich die Gegner jetzt gerade nicht für uns interessieren, ist das wieder alles gut. Und die eine Kanone, die da kaputt ist. So what? Ishizuchi kommt weiter und näher in unsere Richtung. Dementsprechend bleibe ich da auch am Ball, allerdings, sie fährt jetzt dahinter. Die Insel, deswegen unsere Aale kommen da gar nicht erst an. So, jetzt schieße ich da aber doch mal Torps hin. Einfach mal so auf Verdacht. Auch hier jetzt wieder Schüsse in meine Richtung, aber die Torps. Die verfehlen ihr Ziel dann doch meilenweit. St. Louis ist da. Also auch mal da. Wie gesagt, nicht, ihr braucht es nicht sparsam mit den Torpedos, sobald ihr seht, da ist keiner von eurem Team. Haut es dem Gegnerteam ruhig um die Ohren. Sparsamkeit ist hier definitiv keine Eigenschaft, die ihr an den Tag legen müsst. So, jetzt ist da eine Isokase. Auch für die gibt es nochmal Torps. Sieht das Replay allerdings verschluckt.
Und jetzt, wie gesagt, ist hier weiterhin offen da. Jetzt wird hier geschossen in die andere Richtung. Und ihr seht, jetzt wird hier auf die Ishizuchi gegangen. Alle sind im Wasser, wie gesagt, immer auch außerhalb versuchen, der Sichtweite so ein bisschen zu bleiben. Und hier kommen die Tops an und treffen ihr Ziel. Ideal der erste und der zweite. Ja, sehr schön. Deswegen animiert durch den ersten Hit. Wir werden gleich nochmal welche dahin geschickt. Immer aufpassen, ich bin entdeckt. Und ihr seht schon, auch die Gegner denken sich, die Wakatake, die nervt mich hart. 4 zu 6 steht es aktuell. Und hier der Torpedo. Ishizuchi kann hier nichts mehr machen. Wir sehen uns das in Slow-Mo an. Ja, sehr schön. Keine Chance. Jetzt die Tenryu. Ist natürlich deutlich flinker und wendiger. Dementsprechend auch schwieriger zu treffen. 5 zu 6 nur noch. Also das ist wirklich gerade so eine ganz knappe Geschichte. Tenryu ist weg. Aber da wieder mit der Ishizuchi ein gutes Ziel. Tops sind im Wasser. Und wir schauen uns auch da mal an. Und auch hier sehen wir den Einschlag. Oh, der nächste weg. Die Aale treffen einfach ideal. Zweiter Kill, vierter Torpedo-Hit. So soll es sein. So macht Spaß. Und deswegen mag ich einfach auch die Japaner, weil sie haben halt einfach die Möglichkeit, aus einer schönen weiten Entfernung ihre tödliche Fracht in Richtung Gegner zu schießen. So, die Wyoming, die dreht schon hart bei. Da kommen keine der Tops an. Jetzt bin ich wieder offen. Die nächsten Tops im Wasser. Und auch hier schauen wir, was passiert. Aber das schaut auch wieder so aus, als ob er trifft und dementsprechend ihm zumindest den Wassereinbruch und das Ruder aus dem Spiel nimmt. Und jetzt die 1000 nimmt der Imre-Doc auch noch mit. Wyoming steht da dementsprechend verloren. Also alle mal in die Richtung. Aber wir sehen, die hören leider knapp vorher auf. Sonst hätten die schon vielleicht klappen können. Schießt aber hier gar nicht, dementsprechend vielleicht AFK oder sonstiges. Natürlich ein gefundenes Fressen. Und zack, zack, zack. Weg damit. So, und plötzlich nur noch 11 zu 7. Und an dieser Stelle kann ich verraten, es passiert hier leider nichts mehr. Also dementsprechend muss ich euch da mit den Impressionen dann auch schon sozusagen alleine lassen. Die Wakatake wird nicht mehr gefangen. Wir werden, oder beziehungsweise nicht mehr doch mich, die Kuma macht sie weg. Ich hoffe, euch hat es aber trotzdem viel Spaß gemacht zum Zuschauen. Ich wünsche mir alles Gute und euch natürlich noch viel besser. Alles Gute. Passt auf. Und ihr wisst, die Aale im Wasser können tödlich sein. Bis bald, euer Alcaramba.